Das zweite Thema für heute, jetzt und hier bei Tickmill ist eine Spezialanalyse im Gold und britischen Pfund. In dem Moment gucken wir uns das Cable an. Ich hatte das ja auch avisiert und angekündigt hier an dieser Stelle. Wir schauen heute darauf, weil ich hier auch ein zweites Video davon mache. Der Risikohinweis an dieser Stelle noch einmal. All das, was wir jetzt hier miteinander besprechen, sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich wie immer an dieser Stelle natürlich auch zur Kenntnis zu nehmen. Und damit gehen wir wieder rein entsprechend in die Charts. Das heißt hier an diesem Punkt, wir gucken uns jetzt mal die entsprechenden Preise auch mit an. Ich blende gerade mal noch eben mein Bild mit ein und damit, ja, starten wir mit der großen Chartbetrachtung hier, nachdem wir nun die Handelsideen für den heutigen Freitag besprochen haben. Ich mache da einfach mal entsprechend die Chartfenster auf. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Edelmetall. Das Edelmetall Gold hatte ich ja auch auf der World of Trading schon mal im großen Bild sozusagen analysiert. Ich mache jetzt hier mal kurz noch das Handelstool aus, nicht, dass wir hier aus Versehen auch eine Position aufmachen. Und ich habe mir gesagt, wir nehmen das Ganze hier auch noch einmal mit rein. Und zwar im wirklich sehr, sehr großen und doch eher längerfristigen Bild, was wir hier momentan auch mit haben. Ich zoome das mal kurz noch etwas zusammen hier, wenn wir uns den Goldpreis auch mal anschauen. Das ist jetzt hier Gold im Monatschart sozusagen drinnen. Hier mal wirklich eine sehr, sehr langfristige Betrachtung. Und wenn wir uns diesen Chart im Gold jetzt einmal doch genauer anschauen, dann haben wir auch hier gewisse Marker, die immer wieder relevant sind. Das heißt, an dieser Stelle hier, bitte, diese Marke, die ist sehr, sehr relevant gewesen. Ja? Das heißt, hier an dieser Stelle ist dieses Level, ja, ich beziffere das mal eben ganz kurz hier, wenn wir das mal so gehen, ganz grob die Marke von, naja, 13.375, 13.380 Zähler hier in diesem Bereich. Das ist ein wichtiges Preislevel gewesen. Und dieses Preislevel, wenn man das mal so möchte, hat sich halt von unten raus erarbeitet. Ja? Das heißt, hier im großen Bereich haben wir hier schön so einen runden Boden unten drunter gehabt. Die Marke ist dann hochgelaufen. Wir sehen es hier unten drunter auch nochmal eine Konsolidierung unter diesem Wert. Und dann kam es zum Ausbruch über diesen Bereich. Das heißt, hier kann man langfristig durchaus auch davon ausgehen, dass wir weiter steigende Kurse sehen. Jetzt machen wir hier in diesem Bereich mal eine ganz, ganz einfache Zielplanung. Das heißt, wo könnte es denn hingehen? Und da messen wir einfach nur mal aus, das ist wirklich eine sehr banale, es ist jetzt nichts Wissenschaftliches, was ich hier in diesem Bereich mache, sondern eine ganz grobe Sache, wo man Zielplanungen machen kann. Und dann nehmen wir einfach hier mal das Level, wie wir unten rausgelaufen sind. Ganz grob habe ich das hier ausgemessen. Und das packe ich jetzt einfach mal hier oben drauf. Und da sehen wir so als ganz groben Zielbereich, was wir als Potenzial aus diesem Schub hier unten raus haben, haben wir hier oben diesen Bereich liegen, also hier diese Marke mittelfristig um die 1700 US-Dollar im Gold, was die Feinunze hier mit reinbringt, was hier als längerfristiges Ziel durchaus anlaufbar ist. Das ist mal wirklich der Blick ins ganz, ganz große Level. Das wäre das eine. Der erste Punkt. Ne? Und was man halt auch sehr, sehr schön sehen kann, ist, wenn man hier mal einfach diese Linie hier oben auch verbindet, der Ausbruch hier oben raus, ganz grob, er ist halt auch gekommen. Also wir sehen es, es gab diverse Marker, wo uns angezeigt wird, okay, der Markt möchte eher hoch, als er das weiter runter will. Das ist alles Vergangenheit. Wir wollen ja jetzt aber auch in die Zukunft schauen. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch einfach mal ein paar Potenziale suchen, wo es hingehen kann, aus rein technischer Sicht. Wichtig in diesem Bereich zu wissen ist aber auch, und das ist auch etwas sehr, sehr wichtig ist, Gold ist ganz, ganz oft der sogenannte sichere Hafen. Ja? Das heißt, immer dann, wenn wir Probleme wirtschaftlicherseits oder auch mit dem Thema Frieden auf unserer Welt bekommen oder wir politische Unsicherheit haben, dann fließt häufig Geld in die Edelmetalle rein. Das heißt, diese Facetten, die kann ich hier gar nicht mit einspielen, sondern wir schauen einfach mal auf die Chartanalyse. Und wenn wir uns das Bild mal anschauen, dann sehen wir auch, in der großen Zeiteinheit haben wir immer wieder Situationen, wo wir wirklich sehr, sehr schön Chartanalyse betreiben können, beziehungsweise gewisse Chartmuster betreiben können, beziehungsweise analysieren können. Und wenn wir uns das beispielsweise mal anschauen, hier
auf diesen Monatschart, dann haben wir hier eine leichte Flagge gehabt, wo wir ausgebrochen sind. Also auch hier gerne immer mal in den großen Zeiteinheiten schauen, wie sich die Chartanalyse hier bewegt und welche Muster wir sehen können. Das heißt, der Monatschart ist definitiv aufwärts gerichtet in diesem Bereich. Er läuft nach oben. Er ist jetzt natürlich auch ein bisschen befeuert worden mit durch die Situationen, die wir im Iran diese Woche hatten. Aber wir sehen halt auch, der Markt kommt immer wieder zurück. So, jetzt gehen wir mal erstmal eine Zeiteinheit nach unten, damit wir das Ganze besser beleuchten können. Und das, was wir hier sehen, in diesem Bereich im Goldpreis jetzt, mal davon abgesehen, was wir an Potenzial noch auf der Oberseite haben, sehen wir hier auf Wochenbasis auch einen Markt, der sich schön nach oben schwingt. Das heißt, wenn wir uns das Ganze hier mal in diesem Bereich anschauen, hier haben wir schön einen Markt, der in einem Aufwärtstrend befindlich ist, der immer wieder sich schön in die Bewegungen reinsetzt, das Ganze korrigiert. Hier sehen wir auch nochmal schön die Flagge, die ich gerade eingezeichnet habe. Und das Ganze kam wirklich schön aus einer Korrektur des Trendverlaufs raus. Ich nehme die Flagge mal ganz kurz raus, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ist halt ordentlich nach oben gelaufen. So, das wäre jetzt der Punkt. Und jetzt für die weitere Planung, wir gehen das einfach wirklich mal Stück für Stück hier auch an, für die weitere Planung ist es jetzt natürlich interessant. Wir haben jetzt hier momentan in dem von mir grün markierten Aufwärtstrend eine Wochenkerze, die ein neues Trendhoch gemacht hat, aber komplett abverkauft wird. So, das ist der Punkt. Und wenn wir diesen Abverkauf jetzt in Bestätigung bekommen, dann haben wir wirklich ein Signal, im Gold ist jetzt die Korrektur des Wochentrends im vollen Gange. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich dann Kurse unter dem Low sehen, das sind die Dinge, die ich dann auch immer wieder regelmäßig in den Handelsanalysen mache, möglicherweise, je nachdem, wie sich das Ganze hier verhält, rutscht Gold für den Montag oder Dienstag auch in die Handelsideen rein. Das müssen wir erstmal sehen. Ich habe es auf alle Fälle auf der Watchlist. Haben wir hier eine Betrachtung, die jetzt wichtig ist, beim Gold hier unten drunter. Was passiert unter dem Wochentief? Das Wochentief zeigt uns dann an, wenn wir da drunter laufen, ist dieses Umkehrsignal, dieses Short-Signal sozusagen bestätigt und wir können uns auf die Unterseite legen. Das heißt, Anlaufmarker zur Unterseite wären dann hier ganz grob mal die Wochentiefs, die wir da liegen haben, beziehungsweise dann auch leicht dieser Ausbruchbereich. Also hier ganz knapp die Marke über den Daumen von 1510 und 1575, 77 in diesem Bereich. Das sind die Marker, die wir durchaus sehen können, beziehungsweise natürlich auch hier der Bereich des Trendtiefs, den wir haben, um die 1440 Zähler. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir auch, dass solche Korrekturen in einem intakten Trend immer wieder auch gerne Marken anlaufen, wo wir Schwungbereiche hatten. Hier, schaut euch mal hier drüben an. Da haben wir eine Weile verharrt, ein paar Wochen auf diesem Niveau, bevor dann der Ausbruch kam. Und dieser Ausbruch kam auch mit Schmackes, sage ich mal, mit Momentum, wie ich das so gern bezeichne. Und schaut, diesen Bereich haben wir getestet, hier diesen Ausbruchsbereich. Und dann ging es schon wieder nach oben. Also wirklich ein sehr schöner, intakter Aufwärtstrend hier auf Wochenbasis. Also da ist noch lange nichts abgeschrieben. Abgeschrieben ist es erst dann, wenn wir wirklich diesen Trend brechen und wir die Unterseite wieder sehen. Das ist momentan allerdings in keinster Weise hier der Fall. Und damit gehen wir jetzt mal von dem Woche in den Tag hinein. Und da sehen wir logischerweise natürlich das gleiche Bild wie im Wochenchart hier an dieser Stelle. Aber wir sehen hier so ein bisschen besser entsprechend die Anlaufbereiche auch der Woche. Das heißt, wenn wir hier mal die Korrektur uns mit anschauen, dann sehen wir halt, wir sind hier oben reingelaufen, der Markt trendet jetzt so ein Stückchen weit nach unten und wir sind jetzt hier mal als erstes wieder in den Ausbruchsbereich, in den alten Ausbruchsbereich reingelaufen. Und wie schon gesagt, wenn jetzt entsprechend ein Rückverkauf kommt, dann können wir hier diesen Tageschart sehr schön dazu nehmen, einfach mal Anlaufmarker, sage ich mal, zu untersuchen, wo sie sind. Und da sehen wir halt hier dieses alte Wochentief, was ich angekreuzt hatte, um die 1510 Dollar. Das ist ein alter Schwungbereich. Hier haben wir quasi einen Trend beendet. Also hier haben wir einen Trend hoch rausgenommen, einen Korrekturtrend hoch an dieser Stelle. Da sind wir drüber gelaufen und das sind halt immer wieder Anlaufmarker, die wir durchaus auf der Unterseite mit sehen können. Und das Ganze, wie schon gesagt, wenn die Bestätigung weitergeht und wir unters Wochentief drunter laufen, das ist hier an diesem Fall die Tageskerze von gestern, das Low da unten, dann setzt sich das Ganze fort und das Potenzial als erster Anlaufpunkt um die 1510 Dollar Marke ist dann da.
Und das können wir sehr, sehr schön entsprechend auch sehen. Und wie schon gesagt, der nächste Anlaufbereich, den wir hier haben, unten knapp die Marke von 1475 Zählern, der kommt so ein bisschen was aus diesem Bereich hier unten raus. Also der Schwungbereich, den wir gehabt haben, als sich diese ganze Situation nach unten hin mit fortgesetzt haben, ist definitiv mal ein wichtiger Anlaufpunkt. Und hier sehen wir auch noch etwas mehr. Und zwar ein, sag ich mal, Muster, ein Dreieck, was wir hier in dieser Stelle gesehen hatten. Das skizziere ich einfach mal hier, als wir diese ansteigenden Tiefkurse hatten hier in diesem Punkt, hoppala, das war ein bisschen knapp, also hier diesen Bereich, da kam dann natürlich der Ausbruch auch aus dieser seitwärts laufenden Konsolidierung. Der Markt hatte sich ja hier etwas gesammelt und dann kam der starke Ausbruch und das wäre dann kurzfristig zu sehen sozusagen das Level hier zur Unterseite hin, wo wir durchaus auch einen Anlaufpunkt bekommen könnten. Das wäre dann nämlich der Ausbruch aus der tieferen Konsolidierung, die wir hier in diesem Abgabeschub gesehen haben. Das ist das, was wir im Gold momentan entsprechend hier sehen. Also hier einmal wirklich die Analyse. Wir haben nach oben hin deutlich Potenzial, wenn wir uns das große Bild mal anschauen, auf dem Wochen- und Monatscharts, dass wir weiter nach oben laufen können. Also 1700 Dollar sind hier aus rein charttechnischer Sicht durchaus im Rahmen, wenn wir hier weiterhin das Gold gesucht bekommen. Sehen wir es aber nicht, haben wir auch schon ein paar Marker, woran wir relativ schnell erkennen, dass der Markt doch definitiv rumdreht. Und das wäre mal wirklich der Punkt im spätesten, beziehungsweise das erste Indiz für die großen Einheiten, wenn wir hier unter die Marke von 1442 laufen, nämlich wenn die Korrektur, die wir jetzt haben, sich nach unten fortsetzt und unter das alte Trendtief laufen, dann definitiv geht es da zu Ende und dann müssen wir uns wieder zur Unterseite orientieren. Soweit ist es allerdings noch nicht. Wir haben jetzt hier die Korrektur und die können wir doch auch im kurzfristigen Trading sehr, sehr schön nutzen, weil wir haben doch deutliches Potenzial. Wenn wir mal sehen, wir stehen jetzt bei 1550 Zählern und wir können hier mal locker, wenn es tief läuft, 100 Dollar nach unten auch mitnehmen. Ich denke, das ist schon sehr, sehr interessant für eine Portfoliogestaltung. Hier mit Blick auf Gold. Und damit wechseln wir vom Gold in die Währungen. Und zwar schiebe ich hier einfach mal das Cable mit in den Chart rein. Das heißt hier an diesem Punkt, wir hatten das Cable ja schon das ein oder andere Mal mittlerweile beleuchtet und ich möchte an dieser Stelle allerdings mal eine ganz, ganz andere Analyse machen, nämlich hier die Analyse, die wir hier sehen. Wir haben jetzt hier mal den Monatschart und wenn wir einfach mal schauen, wo entsprechend hier der Markt mal gestanden ist, hier einfach nur mal, ja, bitte jetzt nicht die Augen reiben, aber wir standen hier oben mal über der Marke von 2 US-Dollar und 11 Cent. Bam! Da haben wir oben gestanden. Und unten, was hatten wir im Tief? Schaut euch das mal an. Hier im Low. Das Low haben wir markiert. Wann war es gewesen? In 2016. Im Oktober 2016 um die Marke von 1,14. Ja, ich will da gar nicht auf die weiteren Stellen hinten gehen. Einfach nur mal, lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. Diese Währung ist so brutal und massiv nach unten abverkauft worden, dass ich persönlich ziemlich zuversichtlich bin, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine Gegenbewegung zu diesem massiven Abwärtsschub bekommen. Und wenn wir uns mal diese ganze Geschichte hinter dem britischen Pfund US-Dollar auch anschauen, was hier passiert ist, auch jetzt in letzter Zeit mit dem Thema Brexit, was hier als, wo das Ganze vor 3 Jahren losgegangen ist, hier in 2016 haben wir das Ganze ja, glaube ich, gesehen, da waren die ersten Starts, was da alles nochmal mit der Wirtschaft in Großbritannien passiert ist, ne? Wie die Währung nach unten abverkauft wurde. All diese Dinge, die haben natürlich dafür gesorgt, dass der Markt nach unten durchläuft. Aber, und jetzt kommt das schöne, große Aber, ich bin der Überzeugung, dass wir durchaus steigende Kurse, steigende Notierungen sehen könnten, wenn das Thema Brexit ordentlich durchgeführt wird. Ne? Also das heißt, dass die Briten aus der EU rausgehen, ist ja jetzt durch. Der nächste Punkt, den wir haben, ist das Thema Arbeit am Freihandelsabkommen. Da ist ja bis Ende des Jahres Zeit sozusagen, dort ein Abkommen auch zu gestalten. Und jetzt ist die, sage ich mal, die Wirtschaft in Großbritannien ist halt durch diese ganzen Brexit-Geschichten sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und jetzt kommt's, wenn sich das ganze Bild bessert,
Also das heißt auch Thema Freihandelsabkommen und wenn für die Unternehmen wieder mehr Sicherheit besteht, dann haben wir eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass wir in Großbritannien Wirtschaftswachstum sehen werden. Die Unternehmensgewinne steigen, die Löhne steigen, die Arbeitslosigkeit verbessert sich und da gibt es ja eine ganze Menge, was dann plötzlich positiv wirkt. Und das macht dann in der Regel die Währung auch wieder stärker. Das heißt, wir haben jetzt wirklich, also sage ich mal, gute Chancen, dass wir hier einen Aufwärtsschub sehen werden. Und das, was ich hier mit im Blick habe, ist Folgendes. Schaut euch mal an. Wir haben hier unten um diesen Bereich, ich klemme hier mal ein Preisschildchen dran, also ganz grob die Marke von 1,25 in etwa hier. Hoppala, das will ich haben. Hier, wo wir diesen Boden sehen. Wo haben wir hier? 1,20, hier. Da haben wir einen Doppelboden mittlerweile. Also rangelaufen, kurzes Spike runter, aber hochgelaufen. Hier zum zweiten Mal rangelaufen, hochgelaufen. Und das ist interessant. Wir sind jetzt hier, wie schon gesagt, auf Monatsbasis. Und jetzt zoome ich mal hier ein bisschen was rein in diesen Markt rein, beziehungsweise mal ganz kurz noch, schaut euch mal an, wir sind hier oben beim Hoch gewesen bei 2,11 und im Tief, im allertiefsten Tief, ne, waren wir also bei 2,11 und im tiefsten Tief waren wir bei 1,14. Selbst wenn wir nur zur Hälfte reinlaufen, haben wir echt Potenzial hier in diesen Bereich oben reinzulaufen. Also hier in diesen Top-Bereich oben rein, den markiere ich gleich mal noch mit Rot. Das ist das, was wir hier durchaus auf der Oberseite vor uns haben als Potenzial. Ich meine, da sind wir noch nicht, ne? Aber wir sind jetzt hier in einer Situation, wo wir durchaus nach oben laufen könnten, ne? Der Markt ist auch hier natürlich noch brutal short. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Und warum nicht mal so eine längerfristige Analyse hier zu machen? Und wenn wir uns diese Situation, die wir hier haben, jetzt mal näher anschauen an dieser Stelle, dann müssen wir einfach mal kurz gucken. Hier, guckt euch das mal an. Hier, das hier ist ein Abwärtstrend, den wir hier momentan am Laufen haben. Ich muss das mal ganz kurz rot machen. Wie schon gesagt, hier, das ist die Monatsbasis, die wir hier anschauen. Deswegen gucke ich mir jetzt nicht dieses Bild an, sondern nur mal das Aktuelle. Das heißt, hier sind wir. Das ist der Abwärtstrend, den wir hier haben. So, und jetzt, ja, und das ist das Schöne, ist das sehr, sehr interessant zu sehen, was hier kommt. Nämlich, guckt mal, was hier passiert ist. Wir sind hier, da war das alte Hoch, wir sind hier schon mal drüber gespiked. Das heißt, der Markt hat schon mal getestet, diesen Bereich, dieses Korrekturhochs hier zu überschreiten. Das ist ein erstes bullisches Signal, ja? So. Und jetzt als nächstes, was könnte denn als nächstes kommen? Also das heißt, wir sind ja schon mal hier oben drüber gelaufen. Ich mache das mal kurz in blau. Das heißt, der Trend, der vorherige, ist schon mal ein bisschen angeknackst. So, das an dieser Stelle. Das, was jetzt hier passieren kann, ich zeichne jetzt einfach mal Mike Seidels Wunschszenario ein. Was Mike Seidel sich wünscht, ist Folgendes. Kann natürlich alles anders kommen, aber im Optimalfall sehen wir sowas hier. So, was sehen wir da? Wir sehen erstmal hier dann eine Korrektur und die Entstehung eines Aufwärtstrends auf Monatsbasis. Nummer 1. Was wir als zweites sehen ist, wir sehen als zweites eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, wenn das so kommt. Das heißt, wir haben hier wirklich ein schönes Umkehrmuster und wenn wir hier drüber laufen, dann haben wir den Monat nach oben hin und erster Anlaufpunkt, den wir dann nach oben haben hier, wäre mal dieses Hoch. Hier oben um diesen Bereich, um die knapp 1,44. Und wir haben dann hier drüben noch einige Anlaufpunkte mehr auf dem Weg nach oben. Aber wir stehen jetzt halt gerade in einer Situation, wo wir durchaus das Potenzial haben, hier zu verharren, in welcher Art und Weise auch immer. Und wenn wir dann den Schub nach oben bekommen, dann haben wir schön eine Initialzündung. Und wenn sich so eine Schulterkopf-Schulterformation in inverser Art nach oben auflöst, ist das halt doch auch ein bullisches Zeichen, wo wir durchaus nach oben laufen können. Und das ganze Spiel gucken wir uns jetzt mal noch im Wochenchart an. Und im Wochenchart sehen wir es nämlich. Im Wochenchart sehen wir das Ganze, was hier nach unten gelaufen ist. Wir sehen diese Aufwärtsbewegung, die erstmals über das Monatstrendhoch drüber gelaufen sind. Und wir sehen auch hier einen Trend. Und diesen Trend sehen wir natürlich schon auf Tagesbasis. Und der kann durchaus auch noch ein bisschen was nach unten korrigieren. Ich zeichne hier an dieser Stelle mal eben den Trend auf Tagesbasis mit ein. Den mache ich gleich auch mal in grün. Das heißt, wir haben hier von unten her den ersten Schub nach oben bekommen. Das war sozusagen der Abprall auch, der Multi-Abprall aus dem unteren Support in diesem Bereich. So, grün das Ganze hier, da und dann ist der Markt nochmal in Korrektur gegangen und dann kam es schön zur Bildung hier
dieses Aufwärtstrends, den wir auf Tagesbasis auch schön mitsehen. Das Thema Brexit-Wahlen hat da natürlich noch einiges nach oben mit rein beleuchtet. Das sehen wir auch sehr, sehr schön. Und was wir jetzt hier haben, ist, wir haben hier natürlich aktuell die Korrektur des ganzen Lauf. Und wie schon gesagt, wir haben jetzt hier auch auf dieser Chart-Situation, auf dieser Chartbasis hier in diesem Bereich unten einen Support. Ja, dieser Support ist da, das war das kleine Swing-Low, beziehungsweise das Swing-Low hier im Tageschart, im Abwärtstrend, im Aufwärtstrend des Tageschart, das haben wir drin. Und die Korrektur, die wir haben, hat durchaus das Potenzial, die Unterseite auch noch ein Stück weit mit anzulaufen. Das müssen wir dann mal sehen, aber das läuft dann komplett in das Bild rein, was ich hier entsprechend auch skizziert habe auf Wochenbasis. Und wir könnten sogar hier unten in den Bruch reingehen, diesen Tagestrend brechen. Das würde überhaupt keinen Abbruch bringen für das große Bild, was ich hier an dieser Stelle skizziert habe. Und damit wechseln wir mal noch in den Tageschart rein. Und hier sehen wir es einfach, was ich auch damit meine. Wir sind in der korrektiven Phase. Das heißt hier, wir laufen hier nach unten. Ich skizziere das Ganze auch nochmal in Rot an dieser Stelle. Und hier haben wir jetzt natürlich auch Marker drin liegen, die uns zeigen, wie könnte es denn weitergehen. Und wie schon gesagt, noch ist die Korrektur nicht zu Ende. Damit die Korrektur zu Ende geht, müssten wir sozusagen hier oben drüber laufen, also über dieses Hoch, was wir hier hatten. Ansonsten, wenn die Korrektur sich fortsetzt, das wäre dann das erste von mir genannte Szenario, laufen wir irgendwo hier unten rein. Und hier wird es dann interessant, wenn es da tiefer geht, bildet sich erstmal noch ein Aufwärtstrend. Und das ist dann das erste Indiz dafür, dass der Markt doch noch ein Stückchen runter geht. Da müssen wir schauen, was da kommt, wie sich die Wirtschaft in Großbritannien entwickelt, wie das Thema auch Verhandlungen um sozusagen die Freihandels Abkommen vorangeht. Das ist sehr, sehr interessant. Und wenn wir hier tatsächlich positive Meldungen sehen, wie schon gesagt, dann sehen wir den Markt umdrehen, bevor wir den Abwärtstrend auf Tagesbasis brechen. Und dann kann es schon schwupps nach oben gehen. Und das ist dann wirklich der schöne Trigger, den ich gerne für die Oberseite sehen möchte, dass wir hier nach oben gelaufen sind, diese alten Hochs hier auf Monats, also das Monatshoch rausgenommen haben, jetzt die Korrektur gesehen haben und dann nach oben laufen, von welcher Stelle auch immer. Und dann haben wir schön den Trend nach oben und das Ganze getriggert. Und das ist dann viel, viel Potenzial zur Oberseite, die wir dann auch haben, hier an dieser Stelle im britischen Pfund, US-Dollar, das Cable. Und übrigens hier fallen so, sage ich mal, Szenarien, wie ich die jetzt gerade gemacht habe, die sehen wir bei einigen Währungspaaren, die mit dem britischen Pfund verbunden sind. Also auch hier haben wir viel, viel Spielfeld für die nächsten Monate. Da freue ich mich auch drauf. Das können wir schön nutzen, um den ein oder anderen Trade mit abzusitzen. An dieser Stelle sage ich hier danke für die Zeit am Freitagmorgen. Ich hoffe, es hat gefallen. All diejenigen, die live dabei waren, gute Trades jetzt erst einmal, einen guten Start ins Wochenende und die vielen Zuschauer, die die Videos dann auch immer im Nachgang schauen, allen eine gute, entspannte Zeit am Wochenende und Montag geht es dann weiter um 8:30 Uhr mit der Besprechung der nächsten Handelsideen. Bis dahin allen eine gute Zeit und bis dahin. Tschüss und gute Trades.